Auf geht's, Kinders, da sind wir wieder. Ne, war 3. Jo, Leute. Es lenkt wie geschleckt und wo wollt ihr denn hin? Moment, ich muss was verkaufen, ja. Meine Hosentasche ist so voll mit Krempel, das ist unglaublich. Ich werde gerade wieder zurückgeportet, ist das normal? Hier, das finde ich so geil, ne? Are you sure? Bla bla bla, schmeiß mich weg. Englisch fick, ne? Okay und no. Die Buttons sehen so verschieden aus. So, ja, wir sind wieder hier. Und ich habe keine Ahnung, ob sich was getan hat. Wir sind wieder hier. Dragon Arena Required. Ja, ich wollte euch ein paar neue Drachen zeigen. Die gab's in Getchers. Oh ja, das machen wir sofort. Und ach ja, Dana ist Level 94. Ja. Nein! Die hat ein bisschen rumgesuchtet. Ja, es gab dreifache XP und so weiter. Dreifach XP, alter Falter, Jesus Gott. Yo, letztes Wochenende. Bist du das hier? Was? Ja. Ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob du das bist. Ja. Ich zieh mich mal um. Na. Na. Nee. Na. Na. Eine falsche Jahreszeit. Ja. Ein Weihnachtskostüm. Aber ich lasse es an. Ja, ich auch. Das habe ich mir auch eben überlegt. Warte. Du hast gar kein Weihnachtskostüm an. Ja, chill. Ich bin ja auch nicht kein Durchzug, ja. Ich bin ja wie Deutsche Bahn hier. Ich muss es erstmal finden. So. Das war Halloween? Ja, da ist es doch. Was machst du denn so? Hey, kleine Weihnachtsbimbo. Dann zeig mal Dana, oder? Ja, Fabi? Dana, wo ist denn Dana? Hier, die steht hier. Bei meinem Gehegeverwalter. Weil meine ganzen neuen Drachen passen nicht rein. Also, ein neuer Drache ist das hier. Der ist hässlich. Oh mein Gott. Nein, der ist geil. Der heißt Antilleros Zwilling. Der sieht aus, die haben durch den Farbeimer geschleift, Alter. So, also ist reingetunkt und abgelutscht. Übrigens, das Spiel ist bei uns beiden gerade auf Englisch, weil wir nach dem Patch nicht die Sprache umgestellt haben. Dann habe ich den hier noch gekriegt, den gab's schon früher. Ja, das ist der geilste Drache. Den wollte ich haben unbedingt. Finde ich richtig geil. Ich mag den. Den gibt's jetzt auch noch irgendwie so mit lila Flügeln oder so, das heißt... What? Okay, dann ist er hässlich. Nee, Frost, Schnee, süß. Dann habe ich den da hier, gestern habe ich noch gefarmt, in der Inni. Schau ich an. Oh. Meinst du den hier? Ich fühle mich gerade leicht ausgeschlossen. Twilight Ocean. So. Abenddämmerung. Dann Twilight Ocean? Der sieht... Oh nein, nicht Twilight, mach weg. Das ist ja... Auf Englisch heißt der einfach Twilight Ocean? Und auf Deutsch Abenddämmerung. Ah, das gab's aus den täglichen, ne? Hippika. Schneeros. Ja. Aber ich habe ein anderes Hippika. Dann habe ich aus... Ich habe so ewig lang... What ist das? Boah, ist der hässlich. Meine Fresse. Oh. Hä? Was? Das Vieh ist so pothässlich. Warum? Welches? Wegen den scheiß Tattoos. Gott, wie hat der die schlecht rausgesucht? Ja, Fabi, Fabi hat das mit dem Buffs noch nicht mitgekriegt. Guck dir mal mein Midnight an. Ja, chill, ich hab guck grad... mal, wie er in echt aussieht. Frost. Ja, ich hab den, glaube ich, auch, ne? Mal nur so. Nein, hast du nicht. Gib mir eine Minute, vielleicht hab ich ihn. Du hast ganz sicher keinen Frostmond. Nein, ganz Frostmond nicht, aber Mitternacht. Ja, Mitternacht. Da echt du hast eben Mitternacht gesagt. Ja, aber da hat Mitternacht. Und ich hab mal, hat Frostmond. Und ich hab mal Mitternacht im Bach gegeben. Scheiß Fenster. So. Und Fabi, einer, wo ich richtig gut angeben kann, ist... Moment. Ich hab noch eine Zuckerstange und ein anderer Drache. Also jetzt zeige ich erstmal die Zuckerstange. Du, ich hab auch eine Zuckerstange. Das ist meine Zuckerstange. Was machen die denn mit den Drachen gerade? Einmal in den Farbeimer schmeißen, ein bisschen drauf, tupfen und ablecken. So. Und dann ja, genau. What the fuck? Nein, das Beige. Ja, ist das wohl? Ach du Scheiße, wie lalalala. Und warum hast du ihm die scheiß Tattoos gegeben? Also, weil es ein Buff ist, dann ist er viel stärker. Trotzdem ist er... Wo ist er hin? Den finde ich cool. Well. So, und was wollten wir eigentlich machen, diese Folge? In die AK-Höhlen. Ayak-Höhlen. Hab ich doch gesagt. Wo sind die? Da drin. Ayak-Caves. Los geht's. Hey. Und du musst direkt wieder mit deinem hässlichen Drachen angeben.
Er ist geil, den hast du nicht, also Ruhe. Du hast gesagt, der war hässlich. Er ist auch hässlich. Ich wechsle jetzt den Drachen. Spast. Arsch. Ich wollte gerade angeben, kommt der an. Boah, der war aber so hässlich, ne? Das weiß ich schon. Also, ja, Alter, halt's mal. Deswegen hab ich ihn genommen. Ich glaub, schon war alle verstanden. Welchen meinen wir denn? Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Dieser komische Grüne. Ancient Shadow. Asiatenschatten? Was? Asiatenschatten? Ancient Shadow? Ancient! Hä? Legendärer Ach, Schatten! Du Vogel! Gott, ist der bescheuert! Ich kill diese Frau hier immer, wenn ich da bin. Letztens war hier so ein komisches Vieh, das war unkillbar. Das hat mich in 3 Schlägen fertig gemacht. Voll bitter eigentlich. Letztens? Ja, ich war doch schon mal vor, ich glaube einer Woche war ich noch mal da. Und du hast keinen tätowierten Drachen gesehen? Nein. Lol. Okay, hier war so hässlich. Ja, aber leicht, also auf erste Schwierigkeit. Ja. Ja. Nein, keine Teleportrolle, Gott, ist bescheuert. Nur weil sie No jetzt anders schreiben als okay und das so fast gleich aussieht, hoffen die, dass sie mehr Teleportschriftrollen verwenden, dass die Leute mehr Teleportschriftrollen Doppelter Brody! Fabi, hast du Frostmond richtig gesehen? Au. Also ohne die Tattoos, hier, guck mal, in Chat. Ja, ich denke schon. Moment. Ah. Ich bin gerade so an Guild Boss gewöhnt. Gefällt dir die nicht? Hm? Ist es der Evo-Effekt oder was ist das? Das ist der Soul Energy Impact. Warum habe ich jetzt Post? Naja, soll mir recht sein. Hatte ich auch nach dem Ladescreen Drachenzähmer-Peitsche, ne? Nice. So. Ey, aber im Ernst, Postmund ist übelst schön. Na, ich hab ja noch nicht. Los geht's. Wollt ihr nicht alles killen oder so? Ja, komm. Okay. Hier gibt's eine bestimmte Taktik. Bestimmt gibt's hier eine bestimmte Taktik. Wow, ich bin fast runtergefallen. Und ich hab... Oh, ich kenne mich nicht mehr mit den Fähigkeiten aus. Ja, Dummheit soll bekanntlich wehtun. Ah, jetzt das muss ich ja selber nicht looten, ne? Nee. Freyari, komm, auf geht's. Ich bin zu voll zum Looten. Brownie. Summoning Dragon. Ich ruf's immer erst und steig dann auf. Warum? Weil ich kann. War wie sicher, dass du die Quest angenommen hast? Die Story-Quest von dir? Oder dass wir das jetzt ganz umsonst machen? Och, wenn, dann machen wir das gut. Dana, so ob du das jetzt schon gemacht hast? Ja. Das ist einmal mehr oder zweimal mehr auch nicht mehr so schlimm. Nee. Gott, Kinder. Ich nehm alles mit. Vielleicht, dass sie es... Wisst ihr, ich farm nämlich gerade Blutfunke. Farmst du ihn immer noch? Ja, ich bin fertig mit der Quest, wir können wieder raus. Echt jetzt? Hä? Ja. Ich du hast schon was gemacht. Ich hab die gerade gemacht, ich musste einfach nur so Bären sammeln. Ich geh kurz wieder raus, bleib mal da. Ja. Ja. Wahrscheinlich muss ich einen Boss killen. Und der Drache muss einfach mal 5 Milliarden Knochenbrüche haben, weil seine Flügel einfach gegen die Wände schlagen. Und tschüss. Vor allem so wie du fliegst, ich will gar nicht wissen, wie du dein Auto fährst irgendwann. Bogen ist cool. Welcher Boden? Welcher? Deiner, welcher sonst? Der Bogen. Bogen. Ich hab Boden verstanden. Oh Gott, der Boden. Ja, ich bin innen der Architekt, ne? Und dieser Boden, das muss ich mal sagen. Dankeschön, ich weiß da. Das ist ein richtig geiler Boden. Mhm. Das sind die Titten von Barbara Schöneberger. Das muss ja wohl reichen für eine Werbung. Ist der Horst Schlemmer? Ja, bin der Horst Schlemmer. Und mein Schlemmerpalast steht in Schlemmerhausen, ne? Heavy Armor. Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin irgendwie fasziniert von diesen englischen Ausdrücken hier. Echt jetzt? Ja. Oh yeah, man. English is a very, very nice language, I must say. Let's have a cup of tea and a vodka. Chabos, wissen wer der Babo ist? Hafti Abi? Ist der? Der im Labor?
und Ferrari sitzt. Aha. Schon krass, wie wir das... Boah, das war ein Scheißlied damals. Gott, geh mal auf die Nüsse. Chabos wissen, wer der Babu ist. Benutzt die Oberfläche, das war auch toll. So, Karte. Mhm. Konkreta Navigat. Bist du jetzt draußen, grad mal? Konkreta Navigat. Night Slayer Predator Dragon. Kannst du die haben... mal ein, Fabi? Wir warten. Ja, ja, chill mal. Bin auch nicht oh, ich hab noch 3 Eier von Elenet. Ja, ich hab Elenet jetzt auch. Oh, was ist Noxious Fangcrusher Dragon Mystery Egg? Ich hab noch ein Ei von Schneeros und ein Ei von Alabasterhorn. Oh, ja, lass mal rüberwachsen. Sehr gebunden. Und ein Ei von Typhoon. Das Schneeros würde ich auch nehmen. Ei von Typhoon. Echt jetzt? Ja, ja, die habe ich gerade auch benutzt. Oh mein Gott. Und freigelassen. Freyari doppelt. Ja, das habe ich auch doppelt. Ich habe Freyari. Oho, was für faule Drachen übernehmen wir jetzt so auch den Scheiß. Level 1 erlernten Skills, hä? Aha. Wer damit was anfangen kann, das kam von Widert. Grüße an dich. Grüezi. Bin wieder da, ja. Press Space, Steve. Back in the building. To perform. Was musst du denn jetzt machen? Eigentlich muss ich gar nicht mehr rein, aber weil ihr es seid. Hey, du musst doch einen Boss killen. Nee, hey, muss ich nicht. Was machst du gerade für eine Story? Keine Ahnung. Hast du den Boss schon gekillt? Nö. Du musst den Boss killen. Nee, es gibt vielleicht auch manche Quests, wo er den Boss nicht killen muss. Ich muss den Boss aber auch killen. Ich muss diese goldenen Beeren gerade holen. Ja, dann ist es doch nicht die Story-Quest. Hä, natürlich. Ich muss die da rausholen. Welche Farbe hat die? Gold. So blöd bin ich jetzt auch nicht mehr. Ja, du warst schon so ewig nicht mehr on, sorry. Ja, ich bin nicht blond. Oh, wie do. Ja. Hier kann man ja gar keine Leute wiederbeleben, ist ja voll scheiße. Ja, voll geil, ne? Ich dachte auch mal, so Medic-Style ab geht's, aber nix war's. Ich bin so an Guild Wars gewöhnt. Ja, ist krass. Man sollte niemals mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Oh, ich bin auch schlau. Gib mir eine Minute, ich bin gleich wieder da. Ja, was machst du jetzt? Ja, wir killen jetzt den Boss. Ja, wahrscheinlich muss ich ihn genau dann machen. Ja, wahrscheinlich. Du hast nicht die Quest angenommen. Ah, mit V mache ich ja gar keine Ausweichrolle wie in Guild Wars. Nee, nicht mehr. Das wurde leider abgeschafft. Es tut mir sehr leid. Wisst ihr was? Ja. Heute ist ja 1. April, wo wir das jetzt gerade aufnehmen. Ach du Scheiße. Und haben sie hier in Dragon's Prophet irgendwas eingebaut? Ey, bleib mal raus, Dana. Jedenfalls in Guild Wars zum Beispiel. Da haben die so gemacht, dass jeder Charakter einen Kopf hat, der fast doppelt so groß ist wie der Körper. Eigentlich so geil. Das sieht einfach so behindert aus. Du hast keinen einzigen Buff in deiner Leiste oder sowas, sondern du bist einfach nur, hast einfach nur einen doppelt so großen Kopf. Und halt früh, ich hab gedacht, was da los? Okay, Fabi, du kriegst keinen Boss mit. Na, Chiara, dachte du warst bei dem Berserker-Drachen. Nee, nicht Follow, was ist denn jetzt Whisper, ne? Der schwarz-rote Finster-Kompendium ist nice, was? Im Kompendium ist nice, ach so. Und was gibt es? In welche Gilde soll ich mich dann eigentlich reinschnabulieren? Berserker-Drachen. Oh. Hm? Du hast gerade abgelehnt, oder? Nein. Aber auch nicht angenommen. Ich wurde noch gar nicht eingeladen. Oh, er ist da. Seh. ich schwebe mal nicht vorbei. Ich wurde gerade gefragt und plane, schmeiß mich weg. Ja, also nimm an. Ja, wer ist ein Berserker-Drachen-Boss? Der Psycho. Neora Psycho-Berserker. Genau. Sind die gerade ganz zu viel. Ach, guck mal, wer da ist. Die sind beide online. Oh, warte, ein Schnitt. Wie praktisch, ne? Na, ich muss mal zack, zack. Oh mein Gott. Stimmt, Neora ist nicht mehr online. Wow. Ja, hä? Genau in dem Moment schreibt sie die Gilde. Oh, Drachenzilm auf Stufe 6, Leute. Go, go, go. Was? Hä? Ja. So ein Event. Mhm. Da kriegt ihr
jeder von uns Sonnenfinsternis einen richtig geilen Drachen. So lila, so ein lila Kobaltblitz. Jeder von uns? Ja, jeder von uns. Wo ist das Event? Ihr müsst nur eure, ja, also auf der Dragon's Prophet Seite, ihr müsst nur jeden Tag eure Drachen kämpfen lassen. Also in diesen 10-mal hintereinander müsst ihr eure Drachen, oh scheiße, ich bin wieder reingegangen, müsst ihr eure Drachen da irgendwie kämpfen lassen bei diesem, ja, dieser Arena, Drachenarena da. Und das, nein, ich bin umweltbewusst, die haben meine Drachen kämpfen nicht. Zehnmal hintereinander, sonst tut sich's wieder zurücksetzen. Scheiße. Wie viel muss man insgesamt schaffen? 10. Also ich mein, ist egal, ob du die gewinnst oder verlierst. Hauptsache du machst 10. Nee, ich meine, hat die Gilde irgendein Limit, was es schaffen muss? Oder ja, muss Stufe 7. Und wir haben erst Stufe 4 erreicht und es geht bis Donnerstag. Super. Wurde gerade eingeladen, werde ich angegriffen. Ich freue mich schon wieder. Yes. Also Eierkühl sind wir jetzt durch. Frischer, ja, Fischtoast. Richtig geile Belohnung. Bitte was? Hat dann Toast gekriegt, der Wieland. Ich will auch einen Toaster. Oh mein Gott, seid ihr alle bescheuert. Was musst du jetzt eigentlich machen in deiner Story? Ja, ich kill hier gerade ein bisschen Menschen. Das sind eigentlich keine Menschen. Ich weiß gar nicht, sind das Zwerge oder Orks? Das würde mich mal interessieren. Wo bist du denn? Wo bist du? Oh, den M-Lag gibt's immer noch. Wenn ich auf M drücke. Baba. 8. Ihr habt echt zu viel, egal. Was haben wir? Nichts, egal. Ey, du kämpfst da hinten gegen so einen Boss. Was ist da los bei dir? Was los? Was machst du da? Ich kämpfe gegen einen Boss, du hast es gerade gesagt, Mr. Intelligence. Einfach mal reinfliegen, ne? Catastrophe, Blood, Bake, bei Kukun ist Absorbing, Juventility, irgendwas. Hier ist World Boss. Es wäre mal geil, wenn ihr mir helfen könntet. Ja, ich lasse den World Boss mal kurz in Ruhe. Und ich bin unterwegs. Fabi? Wollen wir uns danach kurz nochmal den World Boss angucken? Alter! Der ist mega! Was denn das? Genau, so wie andere Sachen. Der war unnötig. Aber war. Nein, der war wahr, ja. Du schaffst nicht gegen diesen Typ hier. Ja, der ist Level 73, ich bin 70, also sie ist halt ganz ruhig. Kennst du schon? Ja. Nee, weißt du, bin noch. Kämpfst du schon oder wohnst du noch? Ja, du kennst ja gar nicht. Hä, was du laberst? Hier unten der Boss. Nein, der oben drüber. Oberste Etage, Freundchen. Ich bin gleich tot. Merk ich. Deswegen komm ich jetzt hoch. Ich hab dann wahrscheinlich ein paar Gegner mit dabei. Super, der Trainer. Wo seid ihr denn? Ihr seid ja weitergegangen. Ich warte hier die ganze Zeit. Ja, er war da, ich nicht. Ich war da, er nicht. Jetzt brauch ich hier Hilfe. Den schaffst du doch, ey. Ja, locker easy. Da guck dir an, wie schnell der down geht durch mich. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen mies, dass ich schon Level 94 bin. Warum? Ich fühle mich gar nicht mies. Alter, jetzt fliegt euch das scheiß Fenster. Du kommst nicht durchs Fenster, du. Ja, der ist so fett, ne? Merkst du mal. Ich fühle mich mies, dass ich durchs Fenster flüchten muss und kommt nicht durch. Ja, leider wahr. Wo ist der Weltboss hier bei Dana? Warte. Nee, ich bin jetzt bei euch. Ja, und ich komme jetzt zum World Boss. Ja, wo ist denn der? Ich kann leider nicht auf die Karte pingen, wie ein Guild Wars. Ja, das dachte ich mir. Ja, sag der mal, ist da bei dieser Kreuzung vor Aya Caves ungefähr. Aber geht nicht zu nah ran, ihr seid schon. Ich schon mehrmals gemerkt, leider, ja. Cirana locked in. Friend Cirana ist online. Gruß an dich. Oh, hab ihn gefunden. Eine Riesenheuschrecke. Ja, geh mal, flieg mal ein bisschen näher hin, der hat's drauf. Hat nur 138 Millionen Leben. Geht. Und 13 Millionen. Ja, ich ja gerade mal netto im Monat. 1, 2, 3. 138 Millionen Leben. Ich glaube, ich lasse ihn lieber in Ruhe. Wieso, ihr probieren denn gerade welche? 138 Millionen. Ja. Und guck mal, was der da hinter sich herzieht. Das geht. Ups, ich bin gleich tot. Ja, das habe ich gemerkt. Das sehe ich. Du bist gerade am Rande. Weißt du, ich lasse ihn in Ruhe. Ja, ich mal 10 Drachenarena kämpfe.
Dazu Translocation. Ortswechsel auf Englisch. Translocation? Ja. Yes, Gott. Translocation. Ich chill mal hier eine Runde und warte auf die Einladung von Psycho. Oder Neora. Ja, die weiß halt nicht. Soll ich nochmal eine Dingens stellen, eine Anfrage in die Gilde Chat? So, ich hab grad geschrieben, kein Stress, kein Stress. Okay. Boah, das hast du dich ja auch nicht bei den Menschen, ne? Hm. In der Bahn, ja? Hm. Da gibt's ja immer diese Viererteile. Ja. So. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum die perfekten Leute immer zu zweit so eine Scheiße nehmen müssen, ja? Hä, ich nehme allein so eine Scheiße. Eben auch. Ja, da passen vier Leute her. Hast du Berührungsängste, weil der andere sein Knie irgendwie an deins... Ja?